Seeker Hours. Moin, willkommen zurück zum Ausblick hier auf dem Seekrauts-Kanal und heute wollen wir euch die Ohio zeigen. T-10, Schlachtschiff der amerikanischen Navy. Ja, was Besonderes bei dem Dampfer fällt hier sofort auf. 4 Türme, A2 Rohre, 457 mm sind hier verbaut. Und das alles sitzt in einem Montana-Rumpf. Ich möchte ganz kurz einmal mit euch über diesen Rumpf so ein bisschen rübergehen, ja, damit wir hier mal so ein bisschen einen optischen Eindruck gewinnen. In den Details schaut man sich das Schiff ja sowieso meist gar nicht an, wenn man dann mit dem Dampfer unterwegs ist. Da gibt es ja dann Gefechtsentscheidungen zu treffen. Aber auch hier, wie immer bei Wargaming, sieht einfach geil aus. Das muss man ihnen ja auf jeden Fall lassen, auch wenn man vielleicht nicht jede Entscheidung von Wargaming mag. Optisch sehen die Schiffe wirklich ja, sehr geil aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Mich begeistert's. Jedes Mal wieder hier die fetten Sekundärgeschütze. 127 mm Kanonen sind da drauf. Hier jede Menge Flak. Wird auch wieder eine Stärke der Ohio sein, denke ich zumindest. Ist natürlich alles Work in Progress. Ihr seht's oben. Kann also sich durchaus noch ändern, diese Geschichte. Aber ich gehe dann stark davon aus, dass die Amerikaner natürlich ihre Flakstärke behalten werden. Gucken wir uns mal die Überlebensfähigkeit an bei dem Dampfer. 96.300 Trefferpunkte. Die Cleveren wissen jetzt sofort, das ist der Montana-Rumpf. Der hat nämlich genauso viele Trefferpunkte und auch der Torpedoschutz ist absolut identisch. Wenn wir uns jetzt die Panzerung dazu angucken, werdet ihr feststellen, das ist auch ganz genau das Gleiche. Also aktuell, wer jetzt die Montana im Hafen hat, kann sich genau das Panzerungsmodell der Ohio da quasi drinnen angucken. Ne? 32 mm hier, die ganzen Millimeter Abstufungen sind absolut identisch. Auch hier vorne, Zitadelle quer ab und Co. ist absolut identisch mit dem Montana Pendant. Und ja, das ist da eigentlich das, was man zu der Panzerung hier schon sagen kann. Deckspanzerung 38 mm. Ihr müsst jetzt dran denken, die Bayar ist jetzt im Spiel. Die hat ein fünfte Penetration und kommt mit IFAE genau auf 38 mm. Aber nicht Splitterschwelle, sondern Penetration. Ne? Also 39 mm ist da die Splitterschwelle, 38 mm ist da die Penetration. Das heißt, die ist für euch hier auch auf dem Deck gefährlich. Ja, sonst kann man zur Panzerung eigentlich gar nicht so viel sagen. Schaut euch die Monty an und dann wisst ihr Bescheid. Geht weiter mit der Artillerie. Kurze Nachladezeit wie bei der Georgia. 26 Sekunden, 30 Sekunden für die Turmdrehzeit. Also richtig cool. Wenn man die Türme von links nach rechts drehen muss, geht das relativ zügig. Auch die Streuung mit 230 Meter ist akzeptabel. Sigma-Wert steht im Moment drinnen mit 1,9. Also sogar ein kleines Ticken genauer als die Georgia ist, wenn ich mich jetzt recht entsinne. 21,6 Kilometer ist die Schussweite. Die ist dann ja fast 2 Kilometer geringer als das, was die Monty kann im gleichen Zeitpunkt. Flugabwehr sogar ein Ticken besser. Hier 665, 805 und 280 kontinuierlichen Schaden. Und dann gibt es ja auf der 12 Explosionen und 8 Explosionen. Aber ihr wisst ja, auch das ist total in Überarbeitung, die Flak. Also da kann sich bis die Ohio dann ins Naval Training Center als Belohnung kommt, ja, noch einiges ändern. Ihr wisst ja, dass das Naval Training Center in der nächsten Zeit irgendwann mal ins Spiel integriert werden soll und die Ohio soll ein Schiff der Belohnung werden, die man sich da quasi erspielen kann, indem man seinen Baum resettet und dann wieder von 1 auf 10 hochfährt. Und dafür bekommt man dann so eine Marke, so eine Token, die kann man dann einlösen, um dieses Schiff zu bekommen. Bei der Manövrierfähigkeit sind wir bei 28 Sekunden, 950 Meter Wendekreis. Das ist langsamer als das, was die Monty kann, glaube ich. Ich habe sie natürlich jetzt nicht mehr in puren Daten da, weil bei mir alles schon verskillt und verbaut ist. Es ist ungefähr der Bereich, ich weiß nur, dass die Monty von der Ruderstellzeit her träger ist. Ja? Hier ist ja, das Schiff, was ihr hier seht, ist natürlich pur, ohne irgendwelche Module. 18,6 Sekunden liest sich auf jeden Fall schon mal nicht schlecht, könnte man also gegebenenfalls, wenn man möchte, sogar noch einen Ticken runterskillen. Bei der Verborgenheit, ja, sind da typische Montana-Werte 17, 8 und 12, 9 und ja, das ist eigentlich schon alles, was man dazu sagen kann. Verbrauchsmaterialien, die ihr hier auf dem Dampfer haben werdet, Schadensbegrenzungsteam, dann die typisch amerikanische Reparaturmannschaft, 0,6 Prozentpunkte der Gesamttrefferpunkte vom Schiff sind wiederherstellbar. Die Reparaturmannschaft hat eine Abklingzeit von nur 40 Sekunden aktuell und dann habt ihr einen dritten Slot mit Verbrauchsmaterial, Aufklärer oder Jäger, da könnt ihr dann zwischen wählen, ob ihr weiter schießen wollt oder eben ob ihr andere Flugzeuge runterschießen wollt. Das ist eigentlich das, was man dazu sagen kann. Ich persönlich finde es interessant. Eine Sache habe ich ja fast noch vergessen. Die Sekundärreichweite ist hier auch mit 7,5 Kilometer angegeben. Das heißt, ihr könnt wie bei der Georgia bis auf 11,3 Kilometer hoch.
Aber die Penetration ist hier mal wieder nur ein Sechstel, typisch amerikanisch. Das heißt, ihr penetriert 20 mm mit dem Dampfer. Hat euch effektiv nur in die Lage versetzt, gegnerische Zerstörer damit zu treffen. Mehr eigentlich nicht, weil die anderen Schiffe, die ihr damit trefft, ja, da löst ihr vielleicht mal einen Brand aus oder trefft halt die Brückenaufbauten. Die sind damit auch penetrierbar. Aber die größte Fläche der gegnerischen Schiffe penetriert eben nicht, es sei denn, ihr skillt IFAE, dann kommt ein Ticken weiter durch. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich sinnvoll ist, weil ihr dann nämlich die Eigenschaften des Schiffes, ja, schmälert, weil ihr müsst hier auch ein bisschen auch an eure Überlebensfähigkeit denken und solche Sachen. Zumindest ist es mein Gefühl. Und von daher ist es ein netter Nebeneffekt, dass die sekundär da ist und macht sicherlich auch emotional Gegner nervös, die nicht genau wissen, was ihr Gegner ist. Aber mehr ist es eigentlich auch nicht. Also das wird jetzt hier nicht der große, wahrscheinlich nicht der große Schadens-Output sein, den ihr hier mit der Sekundär erreichen könnt. So, das war's von der Ohio. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Dampfer haltet. Würde mich auf jeden Fall freuen, von euch zu lesen. Und dann, gehen wir rüber zum nächsten Schiff. Und zwar zur Sunderer, die wir uns jetzt hier noch angucken wollen. Auch ein T10-Schiff, britische Nation. Und auch da gibt es leichte Veränderungen bei den Geschütztürmen. Gucken wir uns erstmal das Modell an, der Reihe nach. Ja, fangen wir vorne an der Spitze an. Dann die Türme hier wieder, wie gesagt, 457 mm. Jeder Turm hat zwei Rohre. Ordentliche Flugabwehr. Sekundärgeschütze sind auch präsent. Das übliche, was man hier so zu sagen kann, ganz normales Conqueror-Modell, würde ich sagen. Bloß halt mit dem großen Kaliber drauf. Dazwischen haben sie vergessen zu streichen. Hier ist ein bisschen grün. Oder wurde eben abgenutzt. Ja, wer weiß das schon. Ja, und dann sind wir einmal um den Dampfer rum. Wie gesagt, wenn ihr euch die Conqueror anguckt und die alternativen Geschütze dazu einfach auswählt, dann habt ihr das gleiche Modell. Gucken wir uns gleich die Überlebensfähigkeit an. Alles identisch mit der Conqueror. Trefferpunkte, Torpedoschadensverringerung ist der gleiche Wert. Und auch die Panzerung ist soweit identisch. Wir haben hier 32 mm auf dem Deck, 32 hinten, 32. Also IFAE 152 mm kann ohne Probleme kommen die da durch. 203 mm und auch die 100 mm von den Japanern mit IFAE geskillt kommen da dann durch. Dann haben wir natürlich noch den Overmatch-Faktor Yamato Musashi. 460 mm overmatchen eure Panzerung einfach. Also da haben sie schon mal eine Penetration sicher. An der Seite hier 406, 279, wenn wir die Panzerung dann wegnehmen und noch ein bisschen weiter was abbauen, dann seht ihr auch, was von der Zitadelle hier übrig bleibt. Das hier ist die Zitadelle, ja, ist also auch leicht über Wasser, je nach Kränkung des Schiffes. Kommt dann halt ein bisschen mehr raus oder ein bisschen weniger, ne? Je nachdem, wie ihr die Kurve dann fahrt. Und dann kommen wir schon zur Artillerie. Die ist ein bisschen anders als bei der Conqueror auch, ja, eigentlich fährt man die Conqueror ja nur mit den Türmen 419 mm mit drei Rohren pro Turm. Ist zumindest meine Meinung, wenn man mit dem Ding HE schießt, dann muss man gucken, dass man möglichst viele Mumpeln in der Luft hat. Da ist halt Sigma 1,8, hier bei der Sunderer haben wir ein Sigma von 2,0. Ladezeit 30 Sekunden, 180 Grad Kehre 36 Sekunden und die maximale Streuung 301 Meter auf 24,3 Kilometer Feuerreichweite. Ich glaube nicht, dass das Sigma von 2,0 dazu führt, dass das Schiff so super genau schießen wird, gerade bei der horizontalen Streuung. Dann haben wir hier auch die Ladezeit. Ihr habt ja eben gerade die Ohio gesehen. 4 Sekunden länger als bei der Ohio. Die 180-Grad-Kehre dauert 6 Sekunden länger als bei der Ohio. Das Einzige, was dann hier wieder, ja, diese Sache ein bisschen wettmacht, ist der hohe Alpha-Damage. 8263% Brandwahrscheinlichkeit ungeskillt. Das ist schon, ja, typisch britisch, sage ich jetzt einfach mal. Ein Viertel Penetration der HE-Granate, 113 mm. Das heißt, ihr könnt sogar britische Kreuzer Zitadellen. Also, das kann eine Menge Spaß machen. Müsst ihr also kaum noch umladen. Aber, ja, ihr wisst, wie ich es meine. Macht natürlich Sinn, auf AP zu laden in den richtigen Momenten. Ja, die restlichen Werte sind eigentlich soweit identisch mit den Geschützen von der Conqueror, wenn er da die alternativen Geschütze benutzt. Auch hier die Unterschiede AP-Sprenggeschwindigkeit und Sprenggranatengeschwindigkeit, da sind 5 Meter dazwischen. Das wird man wahrscheinlich kaum merken. Sekundär, 6 Kilometer Reichweite, 21 mm Penetration. Ja, nice to know, werdet ihr wahrscheinlich in der Regel kaum mit der Conqueror benutzen. Feuerreichweite hatte ich schon was zu erzählt. Zur Flugabwehr, Kurz-, Mittel-, Langstreckenflugabwehr.
ja, 70% Trefferwahrscheinlichkeit, 140 kontinuierlicher Schaden in der Mittelstrecke, da macht er nochmal den Hauptdamage. 14 Explosionen sind da sogar, nochmal 2 mehr als bei der Georgia. Ungeskillt wohlgemerkt, das heißt mit Skillung Flugabwehrmodul könntet ihr da sogar 16 Explosionen erreichen. Dann haben wir kontinuierlich 805, Explosionen sind 980, das geht dann bis 3,5 Kilometer. Und bei der Langstrecke haben wir 4 Explosionen, 1610 Alpha Damage in der Explosion und 123 Punkte kontinuierlicher Schaden. Bis 6 Kilometer geht das dann hoch. Also in dem Sinne nichts Besonderes. Ist ganz gut für ein T10-Schiff, dass die Flugabwehr so ist. Und dann gibt es nachher hier noch ein nettes Tool, was diese Flugabwehr nochmal ein bisschen verstärken kann. Dann geht es weiter mit der Manövrierbarkeit. Die Werte, die hier stehen, sind quasi 1:1 die Werte, die das Schiff hat, wenn die Conqueror das legendäre Modul hat. 10,4 Sekunden Ruderstellzeit, 820 Meter Wendekreis, 29,5 Knoten Höchstgeschwindigkeit. Das ist das, was die Conqueror jetzt schon kann. Bei der Verborgenheit sind wir bei den gleichen Werten. Ihr kommt bis an die 12 Kilometer Tarnfähigkeit ran, wenn ihr alles auf Tarnung baut. Und wenn ihr im Nebel steht, geht der 16,7 Kilometer weit auf. Also weiter, als wenn ihr im Nebel steht. Also nicht im Nebel steht, ne? Erkennbarkeit zu Wasser. Na gut, ihr feuert. Also ihr würdet ja sonst 24 aufgehen. 16,7 ist klar. Also ihr wisst aber, was ich meine. Erkennbarkeit zu Wasser ist 15,7. Das ist so ein bisschen... Ein Kilometer geht er dann im Nebel sogar noch weiter auf. Ich finde das irgendwie nicht konsistent, aber ist okay. So ist eben die Spielmechanik. So. Also, das war die Zusammenfassung zur Thunderer. Verbrauchsmaterialien, die ihr hier bei der Thunderer noch habt, die möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Stand heute, Schadensbegrenzungsteam in Slot 1, unbegrenzt verfügbar. Ein ganz normales Team, Nachladezeit 120 Sekunden, respektive dann eben 80 beim Premium-Verbrauchsmaterial. Weiter geht's dann mit Slot 2, wo ihr dann die Reparaturmannschaft drin habt, die 4 Aufladungen hat, wenn ihr Premium-Verbrauchsmaterial benutzt. 60 Sekunden ist da die Nachladezeit nur, also ihr könnt es relativ schnell hintereinander benutzen. Aber jetzt kommt das große Manko, es ist kein Super-Heal. Es ist der amerikanische Heal, den ihr hier bekommt. Nämlich 0,6% der Gesamttrefferpunkte des Schiffes werden hier nur wiederhergestellt. Ne? Ist also mal im Hinterkopf zu behalten. Ihr könnt euer Schiff nicht einfach so neu ausdrucken, wie Butterkeks dazu sagt. Sondern ihr müsst schon damit haushalten, mit euren Trefferpunkten. Ein bisschen mehr zumindest als mit der Conqueror. Und dann gibt es noch ein drittes Verbrauchsmaterial, was ich euch hier nicht vorenthalten möchte. Und zwar ist das defensive Flakfeuer. Davon gibt es auch 4 Aufladungen. 40 Sekunden ist das defensive Flakfeuer aktiv und 80 Sekunden ist da die Abklingzeit. Also in dem Sinne eine interessante Variante. Aber ich glaube nicht, dass mich das richtig motivieren wird, dieses Schiff zu erspielen. Was ist meine Vermutung, wofür dieses Schiff kommen wird? Wie gesagt, kein Hintergrundwissen irgendwie. Ist nur so rein mal die Karten auf den Tisch gelegt, wenn man so die Werte sich so anguckt und auch das, was mit der Ohio passieren soll und so weiter, dass die halt für das Naval Training Center kommt. Ich glaube, dass die Thunderer eine Belohnung für das Naval Training Center bei dem britischen Baum wird. Ja, also wenn das Naval Training Center kommt, dann müsst ihr euren Baum resetten und wenn ihr den dann wieder hochfahrt, ein- oder zweimal, keine Ahnung, wie häufig das dann effektiv sein wird, bekommt ihr Token und mit den Token könnt ihr in der Waffenkammer euch dann die Schiffe freischalten. Ich glaube, dass die Thunderer für die britischen Token kommen könnte. Reine Vermutung, hat auch nichts mit Work in Progress zu tun, das ist nur meine persönliche Meinung. Work in Progress sind die ganzen Daten, die ich euch jetzt gerade genannt habe, die fix waren. Und so sind sie jetzt gerade aktuell im Supertest. Mal gucken, was sich an dem Schiff noch verändert. Ich glaube nicht, dass es so direkt so bleiben wird. Da wird sich sicherlich mal bei dem einen oder anderen Parameter etwas ändern. Ich danke jetzt für eure Zeit. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, ein Abo, wenn ihr uns noch nicht abonniert haben solltet und euch das Video gefallen hat. Wenn ihr euch noch mit mehr Social-Media-Bereichen mit uns verlinken wollt, dann habt ihr oben in der gelben Leiste die Möglichkeiten, wo wir überall sind. Die Links zu diesen Adressen oder zu den Auftritten findet ihr dann unten in der Videobeschreibung. Ich sage jetzt danke für eure Zeit und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream hier auf dem Kanal. Euer Seekrautz-Team, euer Andi. Ciao, ciao. Seekrautz.